Also die Brillenbären können Tag und Nacht 24 Stunden am Tag wählen, ob sie drinnen oder draußen sein wollen, also auch im Winter. Aber bei den Temperaturen bevorzugen sie es, drinnen zu bleiben, da sie doch aus den Anden aus Südamerika kommen, wo es zu dieser Jahreszeit deutlich wärmer ist. Trotzdem müssen die Tiere natürlich sehr, sehr viel beschäftigt werden, nicht? Und auch hinter den Kulissen im Stall. Und unsere Pfleger sind da ausgesprochen eifrig im Erfinden neuer Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bären und basteln ganz, ganz viel selbst, wie beispielsweise diese Schaukel oder eine Leiter. Und das wird fast täglich gewechselt, sodass immer wieder Neuerungen für die Bären da sind. Denn insbesondere für so einen jungen Bären wie den Hans, der jetzt genau ein Jahr alt ist, ist es natürlich wichtig, dass er sich viel beschäftigen kann und toben und spielen kann. Aber auch für die älteren Bären ist das natürlich sehr spannend. Ja, die Spielmöglichkeiten orientieren sich in erster Linie an dem Verhalten im natürlichen Lebensraum. Und der Brillenbär ist fast den ganzen Tag mit der Nahrungssuche beschäftigt. Und deswegen haben wir so zum Beispiel so ein Schüttelei, wo ein Loch drin ist, wo er sich die Arbeit ein bisschen das Futter ein bisschen erarbeiten muss. Nicht, dass es nicht ihm einfach nur in einem Haps serviert wird und er es innerhalb von 5 Minuten frisst, sondern dass sich die Nahrungsaufnahme eigentlich über den ganzen Tag erstreckt. Und das eben nicht nur auf der großflächigen Außenanlage im Sommer, sondern auch im Winter mit solchen Schütteleiern und ähnlichen Spielgeräten, dass sie sich da ein bisschen beschäftigen können.